Einen wunderschönen guten Morgen hier wieder bei uns. Elisa Maus ist auch schon fertig für heute und spielt hier unten die Mausi. Warum hast du denn deine Lampe wieder angemacht? Alles klar, dann lassen wir die halt an. Toni Box lief natürlich auch bis gerade eben, habe ich schnell ausgemacht. Also die Toni runtergemacht. Und hier die Wickeltasche kann ich jetzt wieder nach oben packen. Ich habe unten schon eine Maschine Wäsche eingesetzt. Und heute steht für mich ein ganz großes Projekt an. Und zwar wollte ich heute die Fenster putzen. Die haben es nämlich bitter nötig. Ja, Maus, ich hole dir jetzt alles raus. Die haben es nämlich bitter nötig, wieder geputzt zu werden. Beim letzten Mal, als ich die Fenster geputzt habe, hat sich tatsächlich einen Tag später ein Vogel am Fenster erleichtert. Das hat mich tierisch aufgeregt. Ich habe das zwar schon sauber gemacht, aber ja, trotzdem. Und Babywäsche muss ich heute machen. Aber erstmal werde ich jetzt Elisa Maus versorgen. Dann musst du dich auf deine Bank setzen, ne? Ja. Huch. Die Maus möchte nämlich gerne diese Magnettafel haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die habe. Ah, hier. Oh. Hier, dieses Set ist das. Ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Das ist so ein Buchstaben- und Zahlen-Set. Richtig, richtig cool. Und dann ist hier noch so eine kleine Magnettafel bei. Und die habe ich jetzt Elisa versprochen. Da kann sie jetzt drauf spielen. Und hier sind dann die Zahlen und Buchstaben drin. Richtig schön geordnet. Finde ich super klasse. Da kann man dann problemlos diese Boxen aufmachen und schauen, was man davon haben möchte. Hier die Zahlen und die große Box ist halt für die Buchstaben. Hier sind auch Sonderzeichen drin, wie zum Beispiel hier das Mal oder hier noch so Buchstaben. Und hier sind noch so drei Stifte bei. Ein richtig schönes Set. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sowas halt auch sucht. Und dann habe ich noch diese hier bestellt. Das sind diese Zierbaby-Magnete, die halt auch auf der großen Leinwand oder der großen Magnettafel kleben. Zwei solcher Bögen sind das und da habe ich für Elisa ein paar rausgeholt. Ja, und jetzt kriegt sie noch ein paar daraus. Darf sie sich gleich aussuchen, dann kann sie damit hier auf der Magnettafel basteln und spielen. Ich habe euch das alles unten in die Infobox verlinkt. Nee, Elisa, Abmarsch. Nein, die will hier auf dem Stuhl klettern. Nein, komm her. Komm, ui. Hops, na komm. Schwupps, so. Das ist deine Tafel, genau. Und was möchtest du denn hiervon haben? Hm, das? Oder den Hasen? Oder den Esel? Den Esel möchtest du haben? Höchstens drei Magnete machen wir, ja? So. Mal hier. Ups. Bitteschön. Das Einhorn. Ja, das war klar. Hier ist noch so ein süßes Einhorn bei. Richtig niedlich. So, gehen wir hier drauf. Okay, und dann hiervon. Was möchtest du denn hiervon? Die Schildkröte? Okay. So, bitteschön. Den auch noch. Ja, der ist rausgefallen. Egal. Ja, gut. Komm. Komm raus. Oh, Alter. Hier ist dein Freund. Genau, hier ist der Milo. Kannst du hier drauf machen. Genau, perfekt. So. Elisa liebt es, auf diese Magnettafeln ihre Toni-Figuren immer drauf zu kleben. Ich muss irgendwie gefühlt jeden Tag eine Toni-Figur da retten. Aber ist nicht schlimm. Das packe ich jetzt wieder in den Schrank. Das war es jetzt erstmal. Jetzt hole ich mir Putzzeug und dann geht's hier los.
Fenster sind wieder geputzt. Kann man wieder durchgucken. ja, Elisa ist noch beschäftigt. Sie wollte was malen, deswegen habe ich ihr noch was zu malen gegeben. Und ich werde mich jetzt um die Babywäsche kümmern, solange Elisa da nämlich noch spielt. Die Zeit muss man ja ausnutzen. Meine Mama ist auch wieder da. Die hat nämlich noch einiges eingekauft. Und ja, es ist gleich auch schon wieder Mittag. Man ist immer so beschäftigt mit allem. So, im letzten Vlog hatte ich nämlich keine Lust gehabt, die Babywäsche zu machen. Deswegen muss ich das jetzt heute machen. Okay, ich wollte gerade sagen, ist nicht viel. ja. Perfekt. Ja, und dann habe ich nämlich meine To-Do-Liste für heute ziemlich gut durchbekommen. Ich freue mich. Auch das ist geschafft. Elisa Maus spielt hier unten noch fleißig und wollte das Buch gucken. Da ist sie, die kleine süße Maus. Die kleinen habe ich heute ehrlich gesagt nicht umgezogen. Die kann ich euch auch mal hier zeigen. Die liegen alle hier im Babybett. Ja, weil ich einfach so viel zu tun hatte. Wenn ich die jetzt noch umgezogen hätte, dann wäre ich einfach nicht durchgekommen mit meinen Sachen. Deswegen habe ich die halt heute nicht umgezogen, die Mäuse. Hier liegt unsere Maya-Maus. Auch immer noch gepuckt in der Decke, wobei es ja jetzt relativ warm wird wieder die nächste Woche. Da werden wir die dann wieder sommerlich anziehen müssen. So, jetzt ist natürlich mein Akku leer gegangen. Und hier ist unser süßer Milan-Schatz. Der liegt hier bei uns auf dem großen Bett. Ne, kleiner Mann? Ich habe gerade nämlich noch spontan ein Foto oder ein paar Fotos gemacht. Bei mir ist es ja immer, dass ich immer ein bisschen mehr Fotos mache für Instagram und habe einfach mal ja ein Foto von Milan wieder hochgeladen. Ihr könnt ja gerne mal bei mir auf Instagram schauen. Da sind immer wieder schöne Bilder drinne, die hier auf YouTube jetzt nicht immer zu sehen sind. Ich werde jetzt runter in den Keller und werde jetzt da noch die Wäsche machen gehen. Ne, süßer Mann. Also, würde ich sagen, bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist tatsächlich schon Montag. Ich habe am Samstag gar nicht mehr gefilmt. Und ja, irgendwie war es nachher so wuselig hier geworden, dass ich ja die Kamera einfach nicht mehr in die Hand genommen habe. Und tatsächlich ist es jetzt schon Montag. Wir waren gerade schon unterwegs. Wir hatten einige Termine in der Stadt, die wir erledigen mussten. Und ich werde jetzt die Zeit nutzen, bis Elisa natürlich wieder vom Kindergarten nach Hause kommt, um das Video hier zu bearbeiten, damit ihr das halt heute Abend noch sehen könnt. Und deswegen werde ich das Video natürlich jetzt auch hier an dieser Stelle beenden. Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Start in die neue Woche. Es ist ja jetzt erst Montag. Hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!